Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. In dieser kleinen Videoserie will ich dir all die Nähgrundlagen und Tipps zeigen, die man braucht, um all meinen Schnittmustern und Videoanleitungen mit viel Freude und Selbstvertrauen zu folgen. Mir macht Nähen einfach so viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auch dazu animieren kann, mit dem Nähen loszulegen oder die alte Nähmaschine aus dem Keller oder aus vom Dachboden wieder herunterzuholen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt geht's los! In diesem Video schauen wir uns an, wie man einen Knopf mit der Nähmaschine annähen kann. Dann geht das alles ein bisschen schneller und man kann viel mehr Knöpfe in viel kürzerer Zeit anbringen. Dazu brauchen wir den Knopfannähfuß M, der kommt mit der Nähmaschine. Und jetzt müssen wir den Transporteur hier runterklappen. Der transportiert sonst immer den Stoff schön nach hinten, den brauchen wir jetzt nicht, damit der Knopf nicht verrutscht, sondern an einer Stelle bleibt. Jetzt messe ich hier den Abstand zwischen den Knopflöchern und das ist 3,5 mm ungefähr. Das brauche ich, um den Zickzackstich einzustellen. Und jetzt setze ich den Knopfannähfuß ein hier. Und dann kann ich auch den Stoff und den Knopf unter dem Füßchen einsetzen oder einklemmen. Dabei sind die Knopflöcher zwischen diesen kleinen blauen Enden von dem Knopflochfuß, Knopfannäherfuß meine ich. Und jetzt wähle ich meinen Zickzackstich hier. Das ist schon auf 3,5 mm eingestellt. Die Breite und die Stichlänge mache ich auf 0, damit es nicht irgendwie zickzackig wird. Auf manchen Nähmaschinen gibt es auch einen extra Knopfannähstich. Den habe ich nicht, aber das geht ja auch wunderbar mit dem Zickzackstich. Jetzt gehe ich erstmal ganz langsam hin und her, um zu schauen, ob der Abstand auch richtig ist. Und es passt wunderbar. Und dann kann ich jetzt ein bisschen schneller nähen. Das würde jetzt wahrscheinlich schon reichen, aber sicher ist sicher. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen mehr noch. Wunderbar. Das ging noch ganz schnell. Jetzt kann ich den Faden abschneiden. Und dann hinten auf die Rückseite des Stoffes hindurchfädeln mit einer Nadel. Und dann kann ich das da alles schön verknoten und den Faden abschneiden. Und dann ist der Knopf wunderbar sicher. Das kann ich hier noch abschneiden. Und dann ist unser Faden angenäht. Wunderbar. Schauen wir nochmal, ob er auch durchs Knopfloch passt, das wir im vorherigen Video genäht haben. Wunderbar. Geschafft. Das ging noch ganz einfach. Das war jetzt erstmal das letzte Video für diese Serie. Die Serie wird immer noch weitergehen, falls ihr mehr Fragen habt. Oder falls ich neue Methoden in meinen Schnittmustern benutze, die ich euch extra zeigen möchte. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Serie erstmal gefallen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten verlinkt in der Videobeschreibung. In den nächsten Videos wird es jetzt wieder mehr Nähprojekte geben. Das war es erstmal fürs Technische. Und ich hoffe, ich sehe euch dann auch im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!